Brenne das Nazi-Deutschland Wer nieder. Österreich angreift, ich garantiere für Linker, Österreich aus. Linker, ich bin Übrigens, Zwischenfuchs, wir Sozialdemokrat. lassen dich nie wieder Deutschland spielen. Ich hasse das einfach, wenn man in Polen anfangen, also kurz vor der Weichsel steht und dann so Scheiße kommt wie: Ich lasse jetzt alle Länder und dann löst meine Armee auf. Also bitte. Ja. Ganz ehrlich, ihr habt so viel unfair von Anfang an gespielt. Da Polen kann hat die Division geschickt. Ah, tut schon wieder. Ich kicke ihn jetzt einfach jedes Mal, wenn er sich beschwert. Heiko, jetzt hör Ich mach das jetzt nach stalinistischem Vorbild. Du wirst so lange gekickt, bis du Wenn du nach zufrieden stalinistischem bist. Vorbild machen würdest, müsstest du ihn bannen. Wer schießt ihn? Nein, also ich verleitet er Ich habe noch nie in meinem Leben so ein großes Frankreich gesehen. Jungs, Deutschland kapituliert vielleicht. Doch, mit Napoleon. Nein, Breslau muss noch fallen. Wo ist Wer hat denn meine Truppen von Breslau umgelenkt? Was soll denn der Mist? Nazi-Technologie. Letzten Nils, Wunderwaffe. Ich übernehme eine Armee, um zu verhindern, dass ihr den Kessel noch rennt. Na, vorher kommt er mit der Atombombe. Und selbst in dieser Armee wird mir dauernd reingepusht. Das sind jetzt die Leute bei Breslau oder was? Ja. Jungs, Deutschland fällt. Ich hab die Leute einfach nach Breslau glauben geschickt. Sollten, die dann Champagner! Auf einmal in die andere Richtung Champagner! Oh, 30.000 Open Blitz, 25.000 hey, Heiko, ja. Rate mal, wo meine neue Hauptstadt ist. Wo? Philadelphia. Ich will mir kurz den Krieg anschauen. 7.000 Sturmgewehre. Ja, ich Wieso? Hab Zum 17.000. Krieg ist das Alter. Wir müssen noch kapitulieren. 36 Panzer 3. Ah Gott, es müssen noch viel zu viele kapitulieren. Ich hab keine Lust mehr. Wollen wir aufhören? Nee, nee, nee. Es rennen immer noch drüber, die paar Minuten. Das ist langweilig. Das ist jetzt nur noch langweilig. Ja, für dich vielleicht. Wischen Willst du jetzt alle... User, was kickt? Selbst Amerika. Also willst du jetzt in Amerika landen, Heiko? Nee, aber in Japan noch zum Beispiel. Der Japaner hat sich da eingebunkert. Der Japaner ist kein Spieler mehr. Achso, ja gut, dann kannst du wahrscheinlich noch landen, aber die Flotte des Japaners existiert doch noch, oder? Gut, dann jetzt halt Skandinavien drüber laufen. KI-Befehle for the win. Ah, warte, ich brauche noch einen Generalfeldmarschall für eine ganze... für alle meine Leute. Machen wir das nächste Mal vielleicht wirklich drei Teams. Ja, sollte man auch machen, normalerweise in dem Spiel. Ja, ja, das war's auch. Und dann ja. haben die Achse überrannt. Das war ein Spieler, oder? Ja, ich glaube auch, es war ein bisschen Spielermangel, Heiko. Ja, das auch, aber dafür kann ich ja wenig mehr. Als Werbung machen kann ich nicht. Du hast immer nur ein paar Stunden vor dem Ding die Ankündigung gemacht. Du hättest immer Tage Ich habe auch teilweise schon, erstens weiß ich nicht Tage vorher, wann ich stream. Zweitens, ich meine, ich hätte nie gedacht, dass ich mal am Freitag stream. Zweitens ja, gehe ich mir schon wieder auf die Nerven. Und drittens, teilweise, wenn ich einfach so sag, los, wir spielen jetzt eine Runde HOI4, kriegen wir schon genug Leute. Ja, wie heute. Eindeutig genug Leute. Irgendwie, es gibt schon wieder Hashtags Bann-Wüstenfuchs. Ja. Hashtag Bann-Wüstenfuchs. Hashtag Annihilate. Was hab ich dir hier getan? Hashtag Tilt dieses Antlitz von der Erde. Du existierst, Wütenfuchs, und du bist recht populistischer Österreicher. Ist das als Deutscher nicht Grund genug, dich nicht zu mögen? Nicht wirklich. Was sagst du gegen Österreich? Willst du Stress haben? Ich sage was gegen rechtspopulistische Österreicher. Das ist mir egal. Dann ist okay, ne? Ich bin in Rom! Oder? Ja, ne. Ey, die Türkei, die will einfach nicht ihre Provinzen näher geben. Ich will Rom einnehmen. Türkei, tolles Gebiet zum Krieg führen. Nicht. Es ist ja alles. Ich kämpfe übrigens jetzt Deutsche, Türken, Mandschuken, Japaner und Italiener in der Türkei. Es ist kämpfen auch. Keine Deutschen. Oh, ich sehe doch noch Slowenen. Mandschuken kämpfen Franzosen kämpfen auch in der Türkei. Ja. In Mandschuken gibt es nichts mehr zu kämpfen. Das haben wir fein gemacht. Ja, aber es stehen wirklich mandschukische Divisionen in der Türkei. Ägypten, geiles Land. Wie wär's jetzt mit neuen Teams? Ich weiß nicht so. Alle gegen Russland. Wäre doch mal eine faire Sache. Ich finde aber eigentlich die Allianz, wie sie gerade war, dieses Russland, China, Indien, finde ich gar nicht so kacke. Wobei man dann halt nicht das, Wobei sie nicht sonderlich nicht das DLC Indien nehmen sollte, was da, weil das DLC Indien scheiße ist. Weil man im Osten einen Block, Nils, der nur im Grunde auf haben wir 80% der Weltbevölkerung gehabt. Ja. Dann, weiß ich nicht, als anderes Team Deutschland, Frankreich, England. Warum soll man nicht halt Länder die Industrie können? Und das sind gegeneinander Republik. Und dann Amerika und Japan, oder? Ja, ja und dann Amerika, Japan als Seemächte, was auch immer. Oder nee. Wobei, das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Deutschland und Japan, England, Frankreich und Amerika, Spanien kann noch zu Deutschland. Nee, das dann wird hat nicht Frankreich funktionieren, einfach weil deshalb dann Japan und Amerika nie besiegt werden können.
ist recht. Luftwaffe. Britische Flotte. Luftwaffe. Und britische Marine. Welche Luftwaffe amerikanische bitte Zuschauer. Über den Atlantik? Wenn du Japan besiegt hast, fallen irgendwann auch die USA. Und du musst ja nicht mal über den kompletten Atlantik, du musst ja nur bis nach, hier Alaska. Ich habe immer noch die Kavallerie von der Mongolei, also von der ganz am Anfang. Der hat null Chance gegen Japan plus USA. Keiner hat eine Chance. Niemand hat eine Chance gegen Japan plus USA in das der Flotte. Das Spiel kann man nicht machen. Nee, kann man nicht. Ja, okay, nein. Japan, USA ist vielleicht auch ein bisschen flottentechnisch. Zu Spielbeginn? Wie viel haben denn die USA? Ich sag was doch, haben die USA in Spiel? Amerika, England, Frankreich, Japan, Deutschland, Spanien und der Rest. Bei Amerika darfst du nie gucken, was haben die zu Spielbeginn, sondern was haben die nach 2 Jahren? Alles. Ja, dann müssen die halt Rush. Johannes, 2 Jahre sind zu wenig. Du darfst nicht vergessen, wir dürfen ja bis 38 niemanden angreifen. Also da können die ja gar nichts machen, technisch gesehen. Doch, durch den Fokus, warum können sie doch keinen greifen? Weiß nicht, das dauert aber ziemlich lange. Und wenn keine hohe Kriegs... Dauert ziemlich lange, das sind, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Foki. Jungs, könnten wir The Great War Mod spielen? Könnte man in The Great War Mod spielen? Nein, nicht schon wieder, das zieht sich in so eine endliche. Das ist halt wirklich Grabkrieg. Ah, oder der Kaiserreich. Ich bin für Kaiserreich. Der hat wohl nicht funktioniert, der hat letztes Mal nicht funktioniert, das war das Problem. Wie hat die nicht funktioniert? Ich ging nicht, ich jedes Mal gecrashed. Ist doch in abgestürzt. Naja. PFU-Mod, ne, Heiko? Ja, genau. Was ist das für eine Mod, Johannes? Die balance einfach nur den Multiplayer, sonst macht die nichts. Ah. Ja, aber was macht die genau? So, Nation stärker, schwächer. Dass du dich nicht als Russland hinterm Fluss verbunkern kannst. Okay. Wieso? Weil die Flüsse weniger Abzug, also der große Fluss gibt keine 80%, sondern bloß nur 60% Abzug. Ah, okay, wie heißt die? Okay, ja. PFU-Mod, oder zum Beispiel das Rumänien, Bulgarien und so haben sie Fokus, haben Fokusbäume. Partisanen oder so haben eine größere Auswirkung. Okay. Modern Day Mod. Ja, ich hätte auch gesagt, Modern Day Mod fände ich auch mal lustig. Nein, das geht so aber, bis zum geht und dann aber jeder sich selbst der Nächste. NATO wird am Anfang aufgelöst und gib ihm. Aber da spiele ich Österreich. Ich finde Modern Day Mod tatsächlich ziemlich schlecht. Ich spiele Rumänien. Also wir zwei. Kaiserreich Mod ist schon besser, aber sie ist nicht so schlecht. Ich bin aber irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich bin irgendwie kein Fan von der Modern Day Mod. Ich auch nicht. Weil es keine Faschisten gibt. Nein, so einen Krieg kannst du nicht gut darstellen, weil der würde. Wenn es ja, stimmt. Harter Fahrt kommt mit Atombomben. Ja. Und selbst dann irgendwie. Es ist so ein Riesenkrieg gleich am Anfang. Die NATO, das Sowjetbündnis. Dann sind die Staatsszenarien auch so langweilig. Es gibt viel zu viele. Es gibt viel zu viele Länder. Und da die dann werden mehr wie ein Dreiviertel von der Krieg gespielt, dann kannst du viele einnehmen und dann. Ja. Ist dann einfach. Ja, das werden Fabriken über, die müssen noch bearbeitet. Ich weiß nicht. Der Zombie-Mod. Nein. Der ist easy wie sonst was. OP. Jeder spielt eine Zombie-Nation. 8 Spieler. Ein paar mit noch Balance. Also, jetzt ist die ganze Welt kommunistischer. Andere Aufteilung. Nee, nicht die ganze Welt. Ist doch schön. Brauchst du dann gar nicht. Wenn du eine Balance-Mod drin hast, brauchst du nicht. Ja, Johannes, wie machst du denn? Dann muss man aber alle Fraktionen erstmal vollkriegen. Sonst wird's wieder OP für die Achsen oder kommt. Du musst einfach nur die Majors reinbringen. Und dann ist halt, wenn dann das halt ein Japaner ist, da wer ist, dann wird kein Schweden gespielt. Ende. Wer sind die Majors für dich? Die Majors sind die Sowjetunion, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Italien, Japan. Was mit Indien zum Beispiel? Nein. Indien muss nicht gespielt werden. Punkt. Das ist kein Major. Indien ist kein Major. Was? Indien China sollte zum Beispiel gespielt sowas? Werden. Aber nicht das kommunistische, sondern das nationalistische. Genau, wieder. Das normale China sollte gespielt werden. Die können aber nichts gegen den Japaner. Natürlich, weil die